Hallo liebe Freunde, willkommen zu Gott auf einer Seite. Heute mit Seite 313. Lasst uns gemeinsam beten. Lieber Vater im Himmel, wir möchten dir Danke sagen, dass wir dein Wort haben, dass du heute durch deinen Heiligen Geist zu uns sprechen möchtest. Herr, du weißt, wie oft die Welt uns ansieht. Wir möchten uns heute ganz bewusst dafür entscheiden, dass wir uns nicht danach bemühen, die Welt zu imitieren. Dass wir nicht versuchen, so zu werden wie Weltmenschen, sondern dass wir uns ganz bewusst danach Ausschau halten, so zu werden wie Jesus. Wir möchten dich bitten, dass du durch dein Wort, durch deinen Heiligen Geist, das in uns bewirkst. Das bitten wir im Namen Jesu. Amen. Wir sind in 1. Samuel, Kapitel 9. Saul ist im Auftrag seines Vaters unterwegs, um Eselinnen zu suchen. Er findet sie nicht, entscheidet sich aber dann mit seinem Burschen letztendlich doch wieder zurückzukehren. Aber auf dem Weg weist ihn sein Bursche darauf hin, dass in der Stadt, in der sie gerade sind, ein berühmter Prophet, ein Seher, ein Mann Gottes ist. Gemeint ist Samuel. Wir lesen in Vers 10. Da sprach Saul zu seinem Burschen: Dein Vorschlag ist gut. Komm, wir wollen gehen. Und sie gingen zu der Stadt, in welcher der Mann Gottes war. Als sie gerade die Anhöhe zur Stadt hinaufgingen, da trafen sie Mädchen, die herauskamen, um Wasser zu schöpfen. Zu diesen sprachen sie: Ist der Seher hier? Sie antworteten ihnen und sprachen: Ja, siehe, er ist vor dir. Beeile dich jetzt, denn er ist heute in die Stadt gekommen, weil das Volk heute auf der Höhe ein Schlachtopfer bringt. Wenn ihr in die Stadt kommt, so werdet ihr ihn gerade treffen, ehe er zur Höhe hinaufgeht zum Essen. Denn das Volk isst nicht, bis er kommt. Denn er muss das Opfer segnen, danach essen die Geladenen. So geht nun hinauf, denn eben jetzt werdet ihr ihn treffen. Es lohnt sich, diesen Vers im Hinterkopf zu beachten oder zu behalten. Einige Kapitel später wird es darum gehen, dass auch Saul warten soll, bis Samuel kommt, um das Opfer zu segnen. Hier schon gleich am Anfang seiner Geschichte wird diese Idee, dieses Motiv angedeutet, zu warten auf Samuel. Da gingen sie zur Stadt hinauf. Als sie gerade in die Stadt eintraten, siehe, da kam Samuel heraus, ihnen entgegen, um zur Höhe hinaufzugehen. Aber der Herr hatte einen Tag zuvor, ehe Saul kam, Samuels Ohr geöffnet und zu ihm gesagt: Morgen, um diese Zeit, will ich einen Mann aus dem Land Benjamin zu dir senden, den sollst du zum Fürsten über mein Volk Israel salben, damit er mein Volk aus der Hand der Philister rette, denn ich habe mein Volk angesehen, weil sein Rufen vor mich gekommen ist. Das Volk wollte einen König haben, aber es war immer noch Gott, der den König bestimmte durch eine Vision, eine Offenbarung an den Propheten Samuel. Sobald nun Samuel den Saul sah, ließ ihn der Herr wissen: Siehe, das ist der Mann, von dem ich dir gesagt habe, dass er über mein Volk herrschen soll. Und Saul trat zu Samuel im Stadttor und sprach: Sage mir doch, wo ist hier das Haus des Sehers? Das ist eine eigentlich ganz interessante Situation. Samuel weiß bereits, wer Saul ist, weil er mit Gott eng verbunden ist und Prophet ist. Aber Saul kennt offensichtlich den Samuel gar nicht, der ja der Richter Israels ist und der schon seit vielen Jahrzehnten in Israel wirkt. Er kennt ihn nicht. Er kennt ihn nicht einmal von Angesicht zu Angesicht, hat also offensichtlich vielleicht bisher auch noch gar nicht viel wirklich mit geistlichen Dingen sich beschäftigt. Und Samuel antwortete dem Saul und sprach: Ich bin der Seher. Geh vor mir her zur Höhe hinauf, denn ihr sollt heute mit mir essen und morgen will ich dich ziehen lassen. Und alles, was in deinem Herzen ist, will ich dir sagen. Um die Eseln aber, die dir vor 3 Tagen verloren gegangen sind, sorge dich nicht, denn sie sind gefunden. Und wem gehört alles Begehrenswert in Israel? Nicht dir und dem ganzen Haus deines Vaters? Da antwortete Saul und sprach: Bin ich nicht ein Benjaminiter von einem der kleinsten Stämme Israels und ist mein Geschlecht nicht das geringste unter allen Geschlechtern der Stämme Benjamins? Warum sagst du mir denn solche Worte? Es ist erstaunt, wie genau der Prophet Samuel sein Leben kennt. Und wir erinnern uns, dass die Benjaminiter am Ende des Buches Richters ja beinahe ausgestorben wären in diesem dramatischen innerisraelitischen Krieg. Samuel aber nahm Saul samt seinem Burschen und führte sie in die Halle und setzte sie oben an unter die Geladenen, deren Zahl war etwa 30 Mann.
Und Samuel sprach zu dem Koch: Gib das Stück her, das ich dir gegeben habe und von dem ich befahl, du solltest es beiseite legen. Da trug der Koch die Keul auf und was daran war und setzte sie Saul vor. Und Samuel sprach: Siehe, das ist aufgehoben worden. Lege es dir vor und iss, denn es ist auf die bestimmte Zeit für dich aufbewahrt worden, als ich sagte, ich habe das Volk eingeladen. So aß Saul mit Samuel an jenem Tag. Und sie gingen von der Höhe in die Stadt hinab und er redete mit Saul auf dem Dach. Samuel wollte Saul nicht einfach nur zum König krönen, sondern er wollte ihm wesentliche, wichtige, geistliche Impulse mitgeben. Er sollte ja ein guter König werden und dazu gehört das Beraten mit Männern, die viel Erfahrung in dieser Aufgabe gehabt haben. Und sie standen früh auf und es geschah, als die Morgenröte aufging, rief Samuel den Saul auf dem Dach und sprach: Mache dich auf, so will ich dich begleiten. Da machte sich Saul auf und die beiden gingen miteinander hinaus, er und Samuel. Und als sie gerade am Ende der Stadt hinabstiegen, sprach Samuel zu Saul: Sage dem Burschen, dass er uns vorausgehen soll. Und er ging voraus. Du aber stehe jetzt still, damit ich dich das Wort Gottes hören lasse. Da nahm Samuel die Ölflasche und goss sie auf sein Haupt und küsste ihn und sprach: Hat dich nicht der Herr zum Fürsten über sein Erbteil gesalbt? Wenn du heute von mir weggehst, wirst du zwei Männer finden beim Grab Rahels, im Gebiet von Benjamin bei Zelzach. Die werden zu dir sagen: Die Eselin sind gefunden, die du suchen gegangen bist. Und siehe, dein Vater hat die Suche nach den Eselin aufgegeben und macht sich Sorgen um euch und spricht: Was soll ich wegen meines Sohnes tun? Lass uns gemeinsam beten. Lieber Vater im Himmel, wir möchten dir Danke sagen, dass du unser Leben, unsere Vergangenheit und unsere Zukunft besser kennst als wir selbst und dass du große Pläne mit uns hast und dass du uns zu großen und wichtigen Aufgaben rufst, für die wir uns selbst vielleicht gar nicht würdig erachten. Und danke, dass du Männer und Frauen hast, die mit Erfahrung im Werk Gottes uns auch helfen können und stützen können. Und danke, dass wir wissen dürfen, dass du unser Leben fest in deiner Hand hältst. Das bitten wir im Namen Jesu. Amen.